Get on down and party. Sehr gut, Madel und Burm, hier ist wieder der Peter von Barbecue Altperlach und diesmal wieder wirklich aus Altperlach zurück aus dem Urlaub. Gibt es was Wunderbares, eine Ente gefüllt mit Äpfel und Zwiebel vom Drehspieß mit einer wunderbaren Sauce und Kroketten und Kartoffelknödel. Und wie wir das machen, schauen wir uns jetzt miteinander an. Viel Spaß. Die Anten machen wir auf dem Drehspieß und diesen werden wir dann hier in den Gasgrill hängen und mit dem Backburner werden wir das Viech dann zubereiten. Und jetzt sage ich euch, was wir noch dazu brauchen. Wie bereiten wir die Anten zu? Da braucht man einiges und zwar zuallererst einmal natürlich eine Anten, eine Ente. Dann haben wir Pfeffer, zwei Zwiebeln, zwei Äpfel für die Füllung. Da haben wir ein bisschen Beifuß, habe ich gerade im Garten gepflückt, nein. Ein Salz und im Prinzip war es das schon. Dann nehmen wir das Viech auf den Spieß, ein bisschen Wasser drunter, schauen, was an Fett rausläuft und was wir an Sauce kriegen. Da ist das Tier vor mir. Schöne Enten, die haben wir vor einiger Zeit mal gekauft. Dann haben wir es doch nicht gemacht, haben es eingefroren. Jetzt hat das Viech hier dann noch so ein Hals. Aber nicht mehr lang. Jesus, Maria, wo geht's denn da durch? Wir werden nachher da hier in die Reine mit rein da. Dann habe ich hier vor mir den Apfel und Zwiebel, hier den Beifuß. Das werde ich aber als erstes mal das Tier noch ein bisschen würzen. Wir haben hier das gute 500.000 Milliarden Jahre alte Himalaya-Salz in einen etwas jüngeren Pfeffer. Dann haben wir hier die Innenseite von dem Viech. Und da sehen wir, das schaut gut aus, gell? Da ist ja noch was drin. Ein Herz. Eine Sauerei. Lieber. Jetzt habe ich vorher auch nicht gewusst. Aber was drin ist, muss raus. So, jetzt haben wir Platz geschaffen. Und dann gehen wir wieder was Frisches rein. Ein bisschen was von dem Beifuß dazu. Salz und Zwiebeln. Eine Sauerei, das kommt daher. Da habe ich hier weiterhin Gemüse in die Bauchhöhle gefüllt. Die ist jetzt dann auch ziemlich gut gefüllt. Das heißt, was ich jetzt noch an Zwiebeln habe, tue ich dann da in den Bratenkorb mit rein. Dann werden wir jetzt so machen, da hole ich mir jetzt dann so einen Küchenfaden. Wird einfach zubinden hier und die Flügel hier binden und dann spießen wir auf. Die Flügelbondage, die Anten haben wir verschnürt und zwar einmal hier vorne, dass die Füllung drin bleibt und einmal da hinten, dass die Flügel nicht so wegfliegen. Das kann man dann eventuell später nochmal lösen hinten bei den Flügeln, wenn das ein bisschen kross gebraten ist. Und ansonsten kommt jetzt dann der Spieß ins Spiel.
Also brauche ich aber jetzt erst einmal, wie lang ist die Ante? Wie mein Messer. Da sind wir drüben am. Und der Roti. Schauen. Messer ungefähr so. Dann können wir den hier da festmachen. Dann spieße ich jetzt die Anten auf und dann sehen wir uns gleich wieder hier. In der Schale habe ich jetzt einmal das Wasser, die Innereien, ein Holz, Zwiebeln und Äpfel. Das lasse ich jetzt mal so ein bisschen voll triefen mit dem Fett. Schauen wir mal, wie viel das ist. Eventuell werde ich dann ein bisschen Fett abschöpfen. Ansonsten kommt dann im Laufe der Zeit noch ein bisschen Tomatenmark rein und vielleicht ein Rotwein oder ein Bier. Das überlege ich mir noch. Das Tier ist jetzt verschnürt, aufgespießt, schaut mal her. Da habe ich hier Roste raus, Warmhalterost raus und habe es jetzt einmal da drauf gelegt. Und jetzt schauen wir mal, machen wir mal einen Probelauf, ob das ganze Ding auch vom Gewicht her passt. Zumindest das jetzt nicht allzu sehr rumhaut. Umstoßen tut es auch nirgends. Fettschale haben wir drunter. Ja, cool. Dann brauchen wir bloß noch eins. Backburner an. Ich mach den jetzt mal so nicht volles Rohr. Ah, das passt schon. Ja, dann machen wir jetzt mal den Deckel zu und schauen, wie das wird. Da dreht es sich, unser Tierchen. Das ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde drauf. Der Backburner ist so auf drei Viertel hochgedreht. Hier läuft auch schön schon das Fett runter. Wie man sieht, es tropft hier runter. Die Haut fängt ein bisschen an zu knuspern. Ja, ein bisschen Salz und Pfeffer habe ich noch drauf auf dem Spieß. Weil es ist einfacher, wenn sich da rumdreht, noch ein bisschen nachzuwürzen. Eine gute Stunde ist jetzt vergangen und jetzt schauen wir uns mal das Geflügel an, wie es ausschaut. Und dann habe ich hier noch ein schönes Ainger Dunkel aus der Ainger Brauerei. Das ist hier so, na, so 20 Kilometer weg von uns. Ja, das tun wir jetzt in die Sauce rein unten, und zwar die Hälfte, und die Hälfte tun wir in den Peter rein. Ja, die schaut schon mal ganz anständig aus. Wie gesagt, ungefähr eine Stunde, ist auch einiges runtergelaufen. Ich tue jetzt einfach da unten so ein bisschen ein Bier rein. Da läuft jetzt natürlich in diese Edelstahlform ein Haufen Entenfett rein. Ich habe aber so ein Fett-Trennkännchen, das werden wir nachher in den Einsatz bringen. Und wie gesagt, die Hälfte vom Bier in die Sauce und die Hälfte in den Koch. Knapp 2,5 Stunden später schauen wir jetzt einmal, wie es ausschaut. Und eigentlich schaut das total gut aus. Jetzt werde ich das hier mal anhalten und mal reinstechen und schauen, was wir denn an Temperatur haben. Anpeilen tun wir 80, 85 Grad. Da hinten hat es 8 Grad, da drin hat es 79 gehabt. In der Brust haben wir, schauen wir mal, 85. Ich würde sagen, diese Ente ist fertig. 2,5 Stunden später ist die Ente fertig und die schaut einfach nur fantastisch aus. Die werden wir jetzt anschneiden und uns dann schmecken lassen. In der Edelstahlschale unter der Anten hat sie natürlich ein Wahnsinnsgebräu aus Entenfett und Flüssigkeit angesammelt. Deswegen habe ich hier so ein Old-Fashioned Fett-Trennkännchen. Wir wissen ja, alle Fett schwimmt oben. Hier haben wir das pure Entenfett und der Rest schwimmt unten. Hier haben wir die Sauce. Und dadurch, dass der Ausgießer ganz weit unten ist, können wir jetzt in Ruhe die Sauce
über unsere Knödel oder was immer gießen, ohne dass wir das ganze Fett dabei haben. Tolle Erfindung. Guck! Einen habe ich noch. Der Wein. 2013er Poilly Fumé. Wunderbar weißer, trockener Tropfen. Den nächsten Mal halt zu enden, den trinken wir halt zu enden. Und ja, ist einfach ein tolles Getränk. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns bald wieder. Da oben, da unten, links, rechts, irgendwo steht Abonnieren. Wenn ihr draufklickt, würdet ihr mir eine große Freude machen. Ansonsten auch ein Daumen nach oben, ein netter Kommentar. Und dann sehen wir uns bald wieder. Pfiat euch!